damit willkommen zurück in Let's Play Battlefield 1942. Jawohl. Und ja, es ist ein bisschen später, aber ich habe irgendwie jetzt nach, boah, lass mich sag mal, neun Tagen mal wieder Lust bekommen, das Spiel hier aufzunehmen, auch wenn es irgendwie jetzt so 1 Uhr ist, aber ja, fragt nicht, warum ich um solche Uhrzeiten dann Lust bekomme aufzunehmen. Und aufgrund dessen, dass es Sonntag ist und ja, nicht jeder wegen Corona zu Hause bleiben kann, was natürlich auch gut ist, weil wenn die Wirtschaft komplett hier zusammenbrechen würde, wäre das katastrophal, aber aufgrund dessen, dass wir natürlich Rücksicht nehmen wollen auf die Personen, ja, oder die Personen, die leider morgen, oder was heißt leider, die auf jeden Fall morgen nicht zu Hause bleiben können, und sich wahrscheinlich schon im Land der Träume befinden, werde ich ein bisschen leiser sein jetzt und hoffe, dass das dann so halbwegs in Ordnung geht. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe es noch nie versucht, jetzt irgendwie mal Mikrofon jetzt mal höher zu machen. Ich muss auch dringend mal meinen Bildschirm irgendwie höher stellen, was auch immer viele nicht wissen. Das ist irgendwas, was mich zu mir stört. Dass ich irgendwie automatisch meinen Bildschirm von meiner Perspektive aus immer ziemlich weit nach ja, wie sagt man so schön, nach rechts drehe. Und ja, jetzt ist er gerade vor mir und jetzt denke ich mir so, wieso ist der Bildschirm so weit nach links so schief, aber das ist, glaube ich, irgendwie auch von meiner Art und Weise, dass ich immer gleich geknickt sitze, dem zu schulden oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal weiter ins Spiel rein. So, Ghazala, das war das letzte Mal auf der britischen Seite ein, ja, Armutszeugnis für den Afrika-Korps. Da sind wir sogar noch im Base Rape reingegangen, in deren Basis oder auf deren Flugplatz. So, unser wichtigstes Ziel ist es, mindestens die Hälfte der Außenposten zu halten. Gelingt uns das, werden sich die Briten ergeben. Mhm. Alter, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Gefühlt haben sie ja echt nur den komplett selben Mist immer da hingeschrieben. So, also wir haben noch mal ganz kurz Lagebesprechung. Was mich interessieren wird, ob es da Flugzeuge gibt, gucke ich jetzt aber nicht. So, wir haben hier die Knightsbridge und ja, uns gehört Dabir, den gehört Capusso und Gabir Saleh, und dem Bunker. Ich würde sagen, es ist erstmal wichtig, dass wir den Bunker einnehmen. Die können das ja gerne einnehmen, ist ja von ihrer Basis auch nicht weit weg, aber ich würde sagen, mit so einem schönen Sichelschlag hier einmal rum haben wir hier so eine schöne Linie, von der aus natürlich die nicht mit geballter Kraft alles angreifen können, weil natürlich, obwohl sie könnten es schon, aber egal, wir gucken jetzt einfach erstmal rein. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, ich gönne mir mal direkt den Kübel. Und das sehe ich jetzt da schon mal gar nicht gern, dass du mir hier den Kübelwagen wegnimmst. Genau, du fährst nicht mit mir. Weißt du mal, wie das hier ist? So. Naja, also im Vergleich zu Battlefield natürlich, also 5, ist natürlich noch was ganz anderes mit dem Ding hier zu tuckern. So, natürlich mal gucken, dass wir die Flagge hier recht schnell eingenommen kriegen. Der hat Lust. Da kommen nämlich auch schon Shermans. Und mal den Spawn hier hinsetzen. Oha. Natürlich wollen wir jetzt nicht von den... Oh, ey, sag mal... Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine Ammo-Station. Und übrigens, das ist mir auch nochmal aufgefallen, wir haben hier auch manchmal aktive Soundprobleme im Spiel. Wie gerade zum Beispiel, dass er sich einfach denkt, ich habe keine Lust, irgendwie Sound zu machen beim Nachladen. Ja, kann ich nichts zu sagen. Und ich habe nachgeguckt, ich könnte, glaube ich, wenn ich es mich jetzt recht entsinne, die Game-Version nochmal updaten, aber, also das heißt, ich besitze jetzt momentan nicht die aktuellste, aber ich habe mir jetzt gedacht, warum ist unsere Stuka da hinten am Buggen? Was soll's? Ach nee, warte, da lebt ja noch einer. So,
Ja, was macht mein Team eigentlich so? Sag mal, haben wir den gerade verloren, die Flagge? Ich kann nicht so aktiv drauf achten. Aber ansonsten, ja, momentan aufgrund der Corona-Krise kann man nur Folgendes nochmal dazu sagen. Es ist ja irgendwie enttäuschend, dass die Badais ja, der Ansicht sind, dass ihnen die Technik fehlt, um doppelt XP reinzukloppen. Geschweige denn, dass ihnen die Technik fehlt, um Map- oder Spielmodis hinzuzufügen. Ich weiß, dass das Video hier nicht, ja, sagen wir mal, zeitgemäß online kommen wird, dass es aktuell ein Thema sein wird. Aber ich hätte dir einen Tipp, den ich auch wahrscheinlich in einem aktuelleren Video nochmal bringen werde. Aber einfach mal ein Tipp für euch. Wie wäre es denn mal mit der Idee, die Pacific Playlist... Danke für gar nichts. Wie wäre es denn einfach mal damit, dass ihr die Pacific Playlist einfach mal rausschmeißt? So, weil letzten Endes die Modis oder die Karten, die ich in der Pacific Playlist haben möchte... Die finde ich auch in Eroberung und Durchbruch und dann dazu nochmal ergänzend, wenn ich unbedingt nur Pacific spielen will, natürlich kommt man den Leuten damit entgegen mit einer Pacific Playlist, aber sind wir mal ehrlich, wäre es da nicht irgendwie ein wenig lukrativer, wenn man sich mal für, zumindest für die Corona-Phase sagt, lassen den Spielmodi einfach mal drinne. Und da haben wir Scheiße gemacht. Jetzt habe ich eine Granate verschwendet. Das ist sehr scheiße. Da kriegen wir ihn. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, meine Empfehlung wäre nett gemeint, einfach mal rauszuschmeißen, diese Playlist. Und dasselbe gilt auch für diese wöchentlichen Playlists. Also zum Beispiel jetzt ist es ja sehr oft, dass sie diese wöchentlichen Playlists ins Spiel bringen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Last Stand oder Plünderei oder irgendwie so ein bisschen dramatischer Name. Und dann ist es zum Beispiel einfach nur für diese wöchentlichen Aufgaben, die man macht, um Kapitel-XP zu bekommen. Ist das ja quasi einfach nur eine Eroberungs-Playlist mit einem anderen Namen. Und da wäre ich der Ansicht, man könnte diese Playlist oder diesen Modus, ich weiß nicht, ob das schon als begrenzt für diese Modis gilt, den auch einfach mal entfernen und auch ersetzen. Weil ich würde schon begrüßen, dass so ein Battlefield-Klassiker wie Rush als Spielmodi einfach reingehört. Was ich auch nochmal cool finden würde, wäre Festung nochmal für eine Woche. Jetzt kriegen wir... Diese Woche, wenn ich es mir richtig in Sinn, also ja, ich nehme jetzt hier am 6.4. um 1 Uhr morgens auf, kriegen wir ja nochmal Vorposten, also wenn ich mich in Sinn, was das mit den Funktürmen, auch ein Spielmodus, der einfach reingehört ins Spiel, finde ich. Und ja, ich finde schade, dass DICE recht spät kommuniziert hat mit der Community. Ich bin natürlich jetzt auch kein aktiver ja, Follower, der jetzt auf Reddit und auf Twitter da jeden Post von denen verfolgt. Aber ich finde es dann halt irgendwie schon ein bisschen schade, dass damals zum Beispiel mein Lieblingsmodus, also Frontlinien, oder meine Lieblingsmodus Frontlinien und Herrschaft aus dem Spiel genommen wurden. Und ja, ich habe immer so gedacht, warum haben sie ihn rausgenommen? Und jetzt heißt es auf einmal, ja, es gibt nur begrenzte Modi. In, oder Möglichkeiten, können nur begrenzte Modis. Ja, sehe ich genauso. Also, guck mal, da haben wir schon mal kein Durchkommen, also müssen wir hinten rum. Ja, nee, ich fand das nur sehr schade, dass diese begrenzte Modi-Möglichkeit nur existiert. Hätte ich mir gewünscht, dass die das vielleicht mal beheben, aber es fehlt ja scheinbar die Technik, das neue Meme. Auch Double XP rein, zum bisschen Grinden, ist ja zum Beispiel auch eigentlich ganz cool, oder, dass irgendwie sie sich mal Gedanken machen, wie können wir den Leuten mal entgegenkommen? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt aufgrund des aktuellen Corona-Krams ist und beziehungsweise, dass alle Spiele was reinkloppen, nur sie nicht. Weil vor 2 Tagen, glaube ich, war es, da kam für den leichten Churchill der Alliierten ein paar Skin-Teile rein. Und dann denke ich mir halt leider auch, Alter...
Das ist nun nicht das, was ich mir vorstelle unter, da habt ihr was, liebe Community, ach nein, die haben die Flagge da verloren. Ich würde ihnen jetzt da gern helfen. Ja. Yeah. Ich will jetzt nicht so nah an dem Panzer stehen, wenn hier Gefechte sind. So, gucken wir mal. Ein unbemannter Sherman. Jetzt ist er bemannt. Aber ich glaube, da sind noch ein paar mehr unbemannte Shermans. Das ist sehr schön. Wenn ich mich recht entsinne, war der Sherman ja auch der Versuch, die deutsche Panzermacht in Afrika zu kontern. Was nun ja mal eben leider nicht so zum, ja, sagen wir mal, Glück. Was den Alliierten nun mal leider jetzt nicht aktiv so viel brachte, wie sie sich vielleicht erhofft haben. Der Tiger war in Afrika dann leider doch, oder was heißt leider, aber für die Alliierten doch zu überlegen. Also zumindest was die Kampfkraft der Panzer anging. Denn, ja, jetzt kommt wieder Geschichtsstunde. Zumindest, wenn ich mich noch richtig entsinne, es ist lange her, dass ich mich damals mal für einen eine Präsentation über den Tiger vorbereitet habe, war der, oder war es 800 Meter, war die Distanz, die man gegenüber dem Tiger antreten musste, um effizient gegen ihn was ausrichten zu können, oder zumindest als alliierter, teils unterlegener Panzer was ausrichten zu können, was gleichzeitig die Distanz war, auf die der Tiger am besten, oder den, ich sag mal, wenn man Battlefield 1 noch kennt, den Sweet Spot hatte. Also heißt den Spot, an dem man als Tiger natürlich den meisten Schaden anrichtet. Irgendwie so war es meiner Meinung nach. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn es nicht ganz so ist. Aber ich meine, es war noch ungefähr so. So, jetzt mache ich hier natürlich Selbstmordkommando. Aber zwei Stielgranaten, ja. Im Battlefield 5 machen sie natürlich nicht mehr so viel Schaden. Aber im Battlefield 1942, gönnen sie dann nochmal rein. So, jetzt kommen meine Mates, ne? Wenn der Punkt hier eigentlich zu 80% geklärt ist. Und was ich schade finde, ich weiß ja nicht, ich will jetzt hier auch kein Jammer-Video machen. Aber dass momentan The Walking Dead aussetzt, wenn ich mich recht entsinne. Zumindest, dass die Finalfolge der neuesten oder aktuellen Staffel nicht kommt. Aber das ist jetzt nun ein Thema. Wenn man jetzt Fan der Serie ist, dann ist das vielleicht ganz relevant. Ich persönlich darf mich nicht als Fan betiteln. Ich habe schon ganz böse Erfahrungen gemacht mit wahren, ich sag mal, Fanatikern zu Serien. Und da bist du einmal so als, ich sag mal, halbgebildeter, ja, somebody, sometimes Follower des Produktes, mal irgendwie ein bisschen vorlaut mit der Fresse und dann wirst du ganz doll eingestampft. Also von daher, ich habe bis Staffel, ich guck das nicht so oft, aber ich habe auf jeden Fall nicht nur eine Staffel gesehen. Das war, jetzt muss ich nachdenken, es war die erste, das war es die zweite, jetzt muss ich nachdenken, sie waren auf der Farm, dann kommt das Gefängnis, genau. Und ein Gefängnis war gestürmt, ja, jetzt ist hier die große, wie gut kennt er sich mit The Walking Dead aus? Boah. Es muss ungefähr da sein, wo die Gruppe ein bisschen aufgerieben wird und ein bisschen getrennt ist. Zumindest meine ich, dass Daryl und Beth da irgendwie gerade durch einen Golfclub oder so dergleichen nach Alkohol suchen oder nach Schnaps, und das war das, was ich jetzt noch im Kopf habe. Also ihr seht, ich habe recht spät angefangen mit vielen, vielen publiken Sachen. Ja, beziehungsweise ich habe mich mit sehr spät mit sehr vielen publiken Sachen beschäftigt, wie zum Beispiel einfach Kultserien, weil ich weiß nicht, damals habe ich irgendwie so
Bit in meiner Bubble gelebt, wo einfach, ja, das, was mich interessiert hat, hat mich interessiert und der andere Kram war einfach nicht relevant, weil es die anderen interessiert hat. Hat aber natürlich nicht nur Nachteile, ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man, komm, spreng den, wenn man natürlich auch auf sich achtet und nicht jetzt das alles guckt, was die anderen gucken. Habe ich nie gemacht in meiner Kindheit. Also natürlich kann man nicht sagen nie, muss ich zurücknehmen. Aber ich habe jetzt auch nicht, na, zickzack. Ich habe jetzt auch nie irgendwie, oha, also wenn der nochmal... einer gesagt hat, guck dir mal, keine Ahnung, Bones die Knochenjäger an, mir das angeguckt, weil ich, Mist, jetzt verlieren wir die Flagge. Jetzt habe ich auch Sound, toll. Habe ich mir das nicht angeguckt, weil, wieso, ich hab's wieder nicht toll, was hat mich jetzt gekillt? Habe ich es mir nicht angeguckt, weil mich das Genre dann nicht so interessiert hat. Ja. Ist eine Sache für sich. Ah, jetzt zieht mein ganzer, meine ganzen Kollegen ziehen nach. Sehr schön. Ja, und dasselbe gilt halt eben einfach damals so, dafür H&G oder Heroes in General, das kennen ja viele, kann ich mich nicht mehr viel zu äußern und möchte ich mich nicht mehr viel zu äußern. Ich habe da um die fast 900 Stunden Spielzeit in diesem Spiel und habe es geliebt. Und ja, dann kam, ich meine zwar die 1.12.1.12.1, dieser große Fix und danach war dieser Fun-Faktor erstmal raus von der Fahrphysik, weswegen ich das Spiel geliebt habe. Und einfach generell das, was H&G ausgezeichnet hat, ist irgendwie mit einer gewissen Zeit dann auch verschwunden. Und dann habe ich mir auch ganz kurz und knapp gesagt, weißt du was, ne. Und ja. Dann war eine Zeit lang Grauphase und dann, ja, irgendwann, oh, Battlefield 5, entweder Battlefield 5 oder BF1. Und in der Zeit von H&G, ich wollte mir immer mal Battlefield 1 holen, lag problematischerweise da und ich hatte keinen Rechner, der das Spiel, ich bin ja einer, der möchte immer auf FPS und gute Optik und... Jetzt, ich warte jetzt ja eigentlich darauf, dass hier so ein Jeep spawnt, weil ich meinte, hier spawnt immer ein Jeep, aber die, ich meine, es ist eine Wespe jetzt da. Ich könnte theoretisch nachgucken, weil ich bin auch so ein Fauler. Ich habe hier noch so zwei Bausets, und zwar eins von einer deutschen Pack 40, ein Opel Blitz und eine Anti-Air. Und ich habe noch ein Bauset von einer Halbkette hier angefangen. Die Wasserschmidt habe ich gebaut. Hier stürzen die Flugzeuge am Stück ab. Ich könnte jetzt nachgucken, weil ich von dem Teil ja auch noch ein Set habe, aber ich will jetzt hier auch nicht ständig aufstehen. Ja, auf jeden Fall, aufgrund dessen habe ich mir Battle... Oh ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie gut die KI im Aiming ist. Aufgrund dessen habe ich mir damals Battlefield 1 nicht gekauft. Dazu muss ich sagen, mein erstes Spiel war der Landwirtschaftssimulator 2009. Und Wilhelm, mach. Der Vorteil ist auf unserer Seite. Ja, Wilhelm hat verkackt. Naja. Auf jeden Fall, ja, aufgrund dessen, dass ich den nicht hatte, sondern auf so einem schönen Office-Rechner gezockt habe. Mit einem Dual-Core 2 und ich könnte es jetzt noch schlimmer machen. Auf jeden Fall war ab LS15 dann Schluss und ja, ich wollte den dann zocken. Scheiße. Oh, gut. Ich bin nur der Zweitbeste geworden. Das ist aber kritisch. Jetzt habe ich da gar nicht drauf geachtet. Gut, wenn ihr weiter jetzt zu dem PC-Thema von mir was wissen wollt, wird es in der nächsten Folge Wake Island thematisiert. Also müsst ihr dann wieder in die nächste Folge reingucken, weil ich finde die 20 Minuten gerade sehr toll. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Do you love me now, don't you?